Hi, ich freue mich, dass ihr wieder hier seid. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, wisst ihr vielleicht noch nicht, was ich mache. Und zwar gibt es hier regelmäßig wöchentlich neue, gesunde Videos für leckere Rezepte, die gut schmecken, nicht schwer zuzubereiten sind und im besten Fall auch für den Studenten finanziell zu stützen sind. Das heißt, dass ihr unter diesem Video 50 andere Videos sehen könnt, die ich innerhalb der letzten Monate schon gemacht habe, über gerade eben besagte Rezepte. Also drückt doch den Abonnieren-Button, ich freue mich wirklich sehr drüber. Schaut euch auch die anderen Rezepte an und bleibt auf jeden Fall auf dem neuesten Stand, wenn ich neue Rezepte poste. Heute machen wir was ganz Leckeres mit frischem Lachs, frischem Gemüse. Bleibt dran, wir fangen an. Für dieses leckere Rezept benötigen wir frischen Rucola, eine große Zucchini und Karotte, eine Bio-Zitrone, weil wir auch die Schale brauchen, dann eine Schalotte oder normale Zwiebeln, selbstverständlich Salz und Pfeffer, Olivenöl, Rama Creme Fin oder irgendeine andere fettreduzierte Sahne, dann noch Zucker, wahlweise normaler Zucker oder Rohrzucker, etwas Gemüsebrühe und selbstverständlich frischen Lachs. Bei der Zucchini entfernen wir das Kerngehäuse, weil es sonst etwas zu wässrig schmeckt. Dann erhitzen wir Öl in einer großen Pfanne, dünsten darin unsere Zwiebeln glasig, geben die Karotten dazu und würzen es dann mit Salz und der Prise Zucker und lassen es dann zugedeckt bei mittlerer Hitze für ca. 5 Minuten mitdünsten. Dann geben wir unsere Zucchini dazu. Wenn die ein bisschen angebraten wurde, würzen wir das Gemüse mit der Zitronenschale und etwas Zitronensaft und würzen es nochmal mit Salz und Pfeffer. Dann gießen wir das mit der Rama und unserer Gemüsebrühe auf und schmecken es nochmal mit Zucker ab. Währenddessen können wir dabei schon mal den Lachs braten und wenn der Lachs fertig gebraten ist, ist auch das Gemüse perfekt fertig. Das Video zum perfekten Lachs habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut einfach nach. Zum Schluss rühren wir dann einfach nur kurz den Rucola drunter, richten den Lachs drauf an und können dann auch schon das Essen servieren. Lasst euch schmecken, wir sehen uns das nächste Mal. Ciao!